fundiert, konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Andreas Mölzer. Linke Zellteilung und linke Intrigen. Nun werden also gezählte 4 Linksparteien bei den Nationalratswahlen antreten. Neben der alten Tante SPÖ, den noch regierenden Grünen, die Kommunisten und auch die sogenannte Bierpartei. Das politische Spitzenpersonal, welches damit den österreichischen Wählern angeboten wird, lässt allerdings zu wünschen übrig. Da ist einmal der doch nicht Marxist Andreas Babler, der sich durch ebenso wortreiche wie inhaltslose Tiraden voller links-linker Stereotype auszeichnet. Dann gibt es den Obergrünen Werner Kogler, der das Paradebeispiel dafür ist, dass Politik alles andere als schön macht. Gleich ob es der Dauerstress, der politische Frust oder der übermäßige Genuss von Spritzwein ist, Kogler muss sich damit abfinden, dass ab einem Alter von 40 jeder Mensch für sein Gesicht selbst verantwortlich ist, während er es zuvor Gott, seinen Genen oder der Natur anlasten konnte. Dann ist das freundlich-juvenile Antlitz des Salzburger Spätkommunisten Kai Michael Dankl, von dem man sich nicht vorstellen kann, dass sich dahinter Lenins Spitzbart und Stalins Schnauzer verbergen. Und dann gibt es da schließlich noch den Herrn Dominik Vlatsny, der unter seinem Künstlernamen Marco Bogo das ultralinke Scherzprojekt der Bierpartei ins Parlament führen könnte. Was da als quasi anarchische Juxpartie präsentiert wird, ist in der Tat allerdings eine turbokapitalistische Veranstaltung eines politischen Einzelunternehmers ohne jede demokratische Struktur, versehen mit der Möglichkeit, was da an Parteienförderung, Wahlkampfkostenerstattung und Ähnliches ganz persönlich und alleine für sich zu kassieren. So scheint sich die linke Szene also durch Zellteilung zu vermehren, ein Vorgang, der aus rechter Sicht durchaus erfreulich und begrüßenswert ist. Und die dabei von den einzelnen Wahlwerbern angewandten Strategien und die dabei angezettelten Intrigen entbehren nicht eines gewissen Unterhaltungswerts. So ist der bislang einigermaßen glücklos agierende neue SPÖ-Chef gezwungen, durch eine explizite Linksstrategie eben nach links außen dicht zu machen. Nur so hat er die Chance, das Abfließen seiner Wählerschaft, zu den anderen, womöglich radikaleren Linksgruppen zu verhindern. Er muss also radikal auf Klassenkampf, Reichensteuer und dergleichen setzen, um im linken Lager dominant zu bleiben und womöglich doch noch als Zweiter bei den Wahlen ins Ziel zu gehen. Nur so hätte er nämlich die Chance, das von ihm angestrebte Kanzleramt zu erlangen. Und vice versa müssen die kleineren Linksparteien naturgemäß massiv gegen die Sozialdemokratie schießen und weniger gegen konservative oder rechte Gegner. Und besonders kurios ist es natürlich, wenn dann diese linken Grabenkämpfe in persönliche Intrigen gegen eine der führenden grünen Politikerinnen ausarten. Dass ausgerechnet der linksgrüne Standard, die grüne Spitzenkandidatin mit höchstpersönlichen Untergriffen und dem Kolportieren zahlloser Gerüchte demontiert, ist schon überaus unterhaltsam. Für die Grünen könnte dies bei den EU-Wahlen massive Verluste nach sich ziehen und womöglich bis hin zu den Nationalratswahlen sogar den politischen Exitus, so wie es ihn schon vor einigen Jahren unter der seinerzeitigen Grünchefin Lunacek gegeben hatte. Tatsache ist jedenfalls, dass es auf der linken Seite des politischen Spektrums in unserem Lande einiges an Überraschungen geben könnte. Angefangen von einem roten Kanzler, hoffentlich nicht, mit einer 3- oder 4-Parteien-Koalition, bis hin zum Grünen aus und dem Einzug der Spätstalinisten oder einer besoffenen Juxtruppe ist da alles möglich. Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.